Willkommen zurück bei Minecraft Survival Insel. Ja, ihr seht, das baut sich hier gerade alles ein bisschen aus. Ich war mal außerhalb des Spiels, ich war mal im Menü. Also, beziehungsweise habe das Spiel beendet und dann dachte ich mir, ach komm, man kann so eine Folge aufnehmen. Vor allem, weil ich wieder so tausend Ideen habe, was ich gerne machen möchte und so weiter. Also, abgesehen davon, diesen Baum zu fällen. Wir werden uns gleich mal, ja, weiß ich nicht, mache ich das jetzt schon? Naja, Steinschwerter wollte ich eigentlich machen. Aber ich wollte auch jetzt auch mal zu den anderen Inseln reisen. Ich denke, wir werden an diesem Tag hier noch ein bisschen Zeit haben. Der ist ja in der letzten Folge gestartet, der Tag. Da muss ich nicht hin. Hier habe ich ein Boot. Form, schönes Boot. Nein, das können wir so machen und da drauf. Beziehungsweise, wir sollten noch mal ein paar Bretter mitnehmen. Da drüben kann ich auch craften, ne? Deswegen würde ich sagen. Ja, kleines Schaf. Du wirst dich bald vermehren dürfen. Alles gut. Wollen wir auf die Insel da drüben? Ich glaube gerade noch nicht. Ich glaube, wir gehen noch mal die da drüben erforschen. Mit unserem Stöpsel im Boot. Es backt fest. Ah, so. Da ist der Stöpsel. Nicht ziehen, sonst gehen wir unter. Nettes kleines Detail. Ich hoffe. Oh, das ist auch noch so eine bewucherte Insel, ne? Die ist auch nicht schlecht, die ist auch nicht schlecht. Aber ich hoffe nach wie vor, dass das Projekt gut bei euch ankommt. Moment mal, ich muss mal hier so ein bisschen das Mikrofon zu mir drehen. Ah, perfekt. Okay, ja, da bin ich wieder. Hallo Schafe. Bremsen, bremsen, bremsen. So. Und raus hier. Das war's. Okay. So, hier wollte ich mehr Samen mitnehmen. Das wäre mir doch sehr lieb. Ein bisschen laufen. So, Samen, Samen, Samen. Oh, ist das geil. Ist das Clay? Oh, das ist ja super. Ah, es wird lange nicht reichen. Aber. Oh, das ist Stein schon wieder. Okay. Zumindest ein bisschen. Nein, ihr sollt da nicht runter. Das muss ich hier kaputt machen, um da reinzugehen. Ist da unten noch was gelandet? Ja, irgendwas war hier. Keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir ein bisschen Clay. Das ist ja auch cool. Ja, weil ich gerne ein Haus mit Stone Bricks gebaut hätte, mal wieder im Survival, aber auf der Map wird das, glaube ich, ein bisschen schwierig. Hier wollte ich auch diesen einen Baum pflanzen. Dachte ich mir, warum auch nicht? Haben wir hier auch mal einen Baum auf der Insel. Und dann müssen wir irgendwann die Inseln alle schön connecten. Hasen, wofür braucht man denn Hasen? Eigentlich nur, um sie umzubringen, ne? Essenstechnisch. Ja, die brauchen bestimmt Möhren, um sich zu vermehren. Was ein bisschen schwierig wird. Ja, Möhren ist am Anfang. Kriegt man die, glaube ich, am besten, wenn man einen Zombie tötet. Ne? Da kann man halt, da hat man halt eine gewisse Chance drauf. So, wir haben schon wieder 7 Samen. Das ist gut. Ich weiß gar nicht, wie weit konnte ich denn mein Feld da ausbauen nach hinten? 4 Felder oder was? Vorsicht, kleiner Hase, fall nicht von der Insel. Dort lauern nämlich Creeper, weil Creeper sind hier nämlich die neuen Wasserwesen, wie wir festgestellt haben. In Folge 1, glaube ich. Und die Insel habe ich hier jetzt auch fast bereinigt und dann könnte langsam auch mal das erste Weizen wachsen, ne? Und dann wollte ich vielleicht schon mal ein bisschen bauen in der Folge. Was jetzt halt sehr cool ist, dass wir Clay haben. Wir brauchen Kohle und so weiter und so fort. Ah ja, genau, da hinten das Schilfrohr wollte ich noch mitnehmen. Ist das ein anderes Wasserloch? Ja, eins mit Kohle, sehr gut. Tja, mache ich mir aus dem Clay Bricks? Ich glaube schon, ne? Daraus kann man sich Blumentöpfe machen und Bricks. Ich weiß nicht, was uns da am besten vorschwebt. Auf jeden Fall werden wir Brothändler. Sollte mal einer hier stranden, werden wir ihn mit Brot ersticken können. Und hier auf dieser Insel ist auf jeden Fall kein Schwein. Wenn wir Schweine züchten wollen, müssen wir die von einer anderen Insel herbergen. Herbergen, sagt man das? Passt das da hin in den Zusammenhang? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Und endlich mal wieder ein schöner Titel Solo bei mir auf dem Channel, wo ich halt auch mal wirklich ein bisschen mit euch quatschen kann,
und ja, einfach mal wieder vorproduzieren kann. Das macht mir immer sehr viel Spaß. Also bei mir ist das immer so, ich brauche mal so eine gewisse Ordnung, ne? Also ich bin immer froh, oh gut, die sind, es ist alles, ich habe jetzt eine Woche lang Folgen für alles. Oh, dann denke ich mir immer, das ist gut, da freuen sich die Leute, ich bin zufrieden, alle anderen sind zufrieden, sehr schön. Wenn ich dann so wie jetzt immer, also war ja jetzt, bevor die Folgen hier kamen, war wieder ein bisschen weniger Minecraft, da denke ich mir, oh Mann, ich muss Folgen produzieren, dann ist das immer so ein, ja, vor mir hergehetze. Die Insel, die ist fast noch schöner als unsere, muss ich ehrlich sagen, weil die halt auch größer ist, hier kann man ein bisschen mehr machen. Vielleicht siedeln wir auch irgendwann um. Ich glaube, ich habe jetzt auch so langsam das ganze Gras hier von der Insel runtergepflückt. Ich weiß gar nicht, wie sieht das bei euch aus? Wollt ihr hier vielleicht auch ein bisschen Licht auf eurer Insel haben, damit ihr nicht immer so alleine sein müsst? Hier unten würde ich gerne nochmal fackeln. Ja, ich denke, das reicht. Eine zu viel wahrscheinlich schon. Ich möchte, dass den Tieren hier auch gut geht, ne? Deswegen stellen wir denen hier auch ein paar Lichter hin. Und wir erobern so nach und nach die Inseln. Ich muss halt auch irgendwie langsam mal gegen Feinde auch tatsächlich kämpfen, ne? So, dann sehen wir die, glaube ich, schon so ein bisschen schön in der Ferne zu uns rüberleuchten. Das ist schon mal ganz gut. Wo ist jetzt das Boot? Ach, da. Hier schwimmt es im Wasser. Mehr oder weniger. Ich weiß auch gar nicht, warum das Dix rauskommt, wenn man dieses Boot gebaut hat. Wir können uns zum Glück ein neues bauen. Oh, wir haben ja gar nicht mal wenig Clay gefunden, ne? Das gefällt mir auch sehr gut. Und dann würde ich sagen, machen wir als erstes hier eine Connection rüber, ne? Ich bin mir noch nicht sicher, ob das da drüben unsere Insel sein wird. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt bauen soll. Ah, ist schwierig. Und ich habe auch in dem Wasserloch die Kohle vergessen. Das war auch nicht so clever. Das war auch nicht so clever. Ja, eine schöne Brücke. Also es wird auf jeden Fall sehr brückenlastig hier werden. Wir werden halt nicht die Überbrücken bauen, weil das dauert zu lange einfach für diese Wege. Halt, bremst. Was machst du denn? Boot. Hä, wieso kann das nicht lenken? So. Und jetzt ganz sachte aussteigen. Ist es wieder kaputt? Nee, es haut ab. Komm her, Boot. Das ist doch nicht dein Ernst. So. Könntest du jetzt bitte irgendwie da in die Richtung, genau. Und jetzt nicht so schnell. Brrr. So. Gut. Da haben wir so eine kleine Anlegebucht, immerhin. Ja, und hier sind wieder Bäume gewachsen. Sehr gut. Okay, wir haben langsam so unsere ersten Ressourcen zusammen. Ich muss das Feld jetzt erweitern, ne? Ich brauche halt dringend... Wenn wir Essen haben, geht es halt richtig auf Erkundungstouren. Nur jetzt am Anfang mit so drei Hammelbeinen in der Tasche ist das noch nicht so sinnvoll. Und dann müssen wir halt, wie gesagt, die Brücken bauen. Baue ich erst die Brücken und entscheide mich dann für die schönste Insel? Ah, ich weiß nicht. Ich will halt, wie gesagt, dieses Projekt ein bisschen vorproduzieren. Deswegen ist es auch schwierig zu sagen, ja, dann sagt ihr mal, wo wir bauen sollen. Funktioniert so auch nicht. Ich muss mich entscheiden können. Diese Insel hier ist, glaube ich, ein bisschen klein für das, was ich so insgesamt vorhabe. Aber es ist nun mal die Startinsel, ne? Aber gut, den Spawnpunkt, den kann ich selber persönlich verschieben, indem ich ein Bett baue. Wieso ist denn das jetzt alles in der Abwesenheit gewachsen? Alles bis auf unsere Nahrung wahrscheinlich. Habe ich noch eine Axt? Nee. Ja, dann werde ich den jetzt mal leider mit der Hand weghauen müssen. Okay. So, dann gehen wir an unsere Kiste. Ja, es wächst nicht so wirklich, ne? Erde habe ich sogar noch genug. Genau, ich brauche noch eine neue Hacke gleich. Dafür nehmen wir uns mal zwei Steine. Ich weiß gar nicht, warum ich so hinpacke. Ich habe keine Ahnung, was hier passiert. So. Das kommt dahin, dahin. Die werden wir gleich brauchen. Fang an zu ackern. Ja, komisch. Ich kriege die Erfolge sehr, sehr merkwürdig. Okay, hier hat sich ein bisschen was getan auf jeden Fall. Sehr gut. Und das ist fertig, oder? Bin mir echt noch nicht sicher. Und können wir das tatsächlich auf 4 Reihen erweitern? Ich glaube, das müsste gehen, ne? 4 in jede Richtung oder so? Wir werden sehen, wir werden sehen. Das Weizen ist fertig. Ja, ein Weizen ist fertig. Oder gibt es da noch eine fertigere Stufe?
Und dieser komische Fisch, der. Ich hoffe, er greift uns hier nicht an. So. Ja, die arbeitet genau. Was? Achso, ich bin in die Fackelnähe gekommen, deswegen wurde das heller. Wir sind hier bedrohlich nah bei dem Fisch, ne? Das ist auch so ein Grund, warum ich gerne die Insel wechseln würde. Also nicht, dass ich Angst vor dem hätte oder sonstiges. Das ist halt einfach, er macht halt Krach ab und zu, was halt ein bisschen nervig ist. Und ja. So, hier machen wir jetzt nochmal eine Reihe Feld, einfach weil ich jetzt noch ein paar Samen habe. Und wir brauchen ja auch große Felder später, ne? Also einfach damit das dann immer schneller geht. Und dann können wir hier noch abschließen. Tada! So, du müsstest doch fertig sein, oder? Nein, die wachsen noch einen höher, ne? Ich warte mal noch. Habe ich eine Spinne gehört? Bin mir gar nicht sicher. Hier sind auf jeden Fall noch ein paar Bäume, die wir nicht brauchen. Wie gesagt, ich kann mich nochmal dafür entschuldigen, dass das am Anfang sehr viel Ressourcenfarming ist. Aber ihr seht das ja selber, ne? Steine wollte ich haben. 3 Stück an der Zahl für eine Steinaxt. Ah, okay, wir können uns selber Sticks machen. Machen wir noch mal ein paar. Ich habe noch 8 Fackeln auf Tasche, das ist auch ganz nett. Und dann erstmal so du nicht. Ein Stein, wieso mache ich eine Spitzhacke? Verdammt, ich kann mich damit kaputt werfen. Ich habe da hier auch noch eine drin. Okay. Was war das für ein Geräusch? Nichts Bedrohliches, glaube ich. Okay, jetzt nochmal. Konzentration. Eine Axt. So. Sehr gut. Haben wir nochmal ein paar Steine verschwendet. Das freut mich sehr gut. Das freut mich sehr gut auch auf jeden Fall. Das freut mich sehr doll. Klingt vielleicht ein bisschen besser. Okay, und ich denke... Ja doch, Bäume müssen wir halt pflanzen für Holz. Ne? Ich dachte gerade, wir müssen keine Setzlinge mehr farmen. Naja, aber wir brauchen halt das Holz. Holz, ein natürlicher Rohstoff. Okay, dann haben wir das. Hier ist noch einer, ich weiß gar nicht, hatte ich hier nicht nur 3 gesetzt? Naja, wird schon so sein, wie es hier ist. Und dann haben wir auch fast die Nacht uns um die Ohren geschlagen. Ja, eigentlich gilt es jetzt nur noch, dass das Weizen wächst. Schon überlegt, ob ich vielleicht eine Insel ganz... Fisch! Ruhe! Es ist Nacht! Ich sehe den nicht mal. Ich habe auch so ein bisschen Panik, dass der hier mal hochschießt. Man könnte halt auch eine Insel komplett flach machen und da halt immer so eine kleine Baumfarm haben, ne? Es reicht jetzt, Fisch. Okay, Holz sieht ja schon mal ganz gut aus. Was ist das hier? Akazienholz. Das bringt mir gar nichts, ne? Achso, die wollte ich noch anpflanzen. Die setzen wir am besten auf Sand. Das weiß ich noch. Und die müssen direkt am Wasser stehen, ne? Ja, gut. Könntest du das sein lassen? Danke. Na gut, wir können hier ja auch ein bisschen auf die Erde setzen. Wir machen uns hier so einen kleinen Sichtschutz zu diesem blöden Fisch da drüben. So. Dann kann das hier ein bisschen wachsen. Wir haben schon ein bisschen was an Ressourcen, ne? Das ist ganz gut. Hunger haben wir irgendwie gar nicht mehr. Das ist auch nett. Kohle haben wir auch nicht mehr, ne? Ach genau, ich wollte Holzkohle ein bisschen herstellen. Dazu muss ich Stümpfe verbrennen, ne? Da hatte ich hier diesen schönen 7er-Stack, den wollte ich gerne machen. Der kommt da oben rein. Einfach auch mal, damit wir es mal gesehen haben, ne? Und hier können wir jetzt ein bisschen Holzkohle herstellen. Dann haben wir noch ein bisschen Birkenholz im Inventar. Versuche das jetzt schon mal alles ein bisschen für die nächste Folge vorzubereiten. Dann würde ich gerne den Ton schmelzen. Und da eventuell noch abbauen, ne? Oh, sind das nicht Birkensetzlinge? Jawohl. Oh, das war ergiebig. Das war ergiebig. Ja, ich denke, wir sind dann mit dieser Folge auch soweit durch erstmal. Ich
schnapp mir hier nochmal die Holzkohle. Na gut, lass uns die Holzkohle noch fertig machen. Dann können wir noch Ton reinschmeißen. Dann vergesse ich das dann hoffentlich in der nächsten Folge. Und dann haben wir da schon mal ein bisschen Ton. Ja, also, wie gesagt, wir werden eine Baumindustrie gründen. Eine Holzfabrik, würde ich sagen. Und eine Brotfabrik, ne? Damit können wir uns, denke ich, über Wasser halten. Auf lange Sicht. Ja, doch, das geht langsam, ne? 18 Birkensetzlinge ist auch sehr gut. Die könnte ich hier vielleicht... Birken würde ich ganz gerne immer mal wieder hier so ein paar hinstellen. Hier eine, da eine. Bisschen auseinander, damit die nicht so ineinander wachsen. Einfach, damit wir die auch schnell gefarmt bekommen. Ansonsten nehmen wir jetzt den Ton. Das bereiten wir noch vor. Meine Bretter möchte ich gerne wieder haben. Wir brauchen keine 8. Wie brauchen wir denn? 8, 16, 24, 32, 40. 5 Stück brauchen wir. Nein, nicht 6. So, 5 Stück. Dann können wir noch 2 aufsparen. Der sollte diesen Stack fertig kriegen. Und dann kriegen wir 40 Bricks. Ich weiß gar nicht, dann verbrennt er immer 2. Ach komm, die Kohle können wir auch mitnehmen. Ich denke, wir sind dann am Ende dieser Folge angelangt. Ne, er verbrennt tatsächlich, wir kriegen 40 von diesen Dingern. Eigentlich baue ich mir daraus auch eh wieder nur Blumentöpfe, um das folgende Haus zu stellen. Was wir jetzt in Bälde bauen werden, ne? Komm, du kannst gleich weg. Da wird eh nichts mehr rauskommen. Ein Schwein. Oh, da kam noch einer raus. Ein Schwein. Ein Schwein. Ja, dann hoffe ich, dass die Felder jetzt wachsen. Ich meine, das ist hier fertig, oder? Bin mir aber nicht sicher. Wäre schade, die Ernte zu gefährden. Wir warten immer noch ein bisschen ab. Okay, Freunde, das war das dritter Part. Hoffe, hat euch gefallen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.